Hallo, wir sind's wieder, der Sven und die Leima. Hallo ihr Lieben. Wir grüßen euch. Ja, heute geht's um, ich habe es ja bereits angekündigt, um das Thema Diabetes Typ 2, den ich auch habe. Und ich möchte einfach ein bisschen meine Erfahrungen weitergeben und dem einen oder anderen vielleicht auch helfen, wenn er selber gerade so eine Diagnose bekommen hat oder mittendrin ist und da nicht weiter weiß, weil da gibt es ganz, ganz viele davon. Es ist nicht umsonst eine der Volkskrankheiten überhaupt. Gerade also sogar die Kinder werden jetzt ganz viele, ja. Ja, also ja. Das ist also es trifft nicht nur Schwangere, es gibt ja auch diesen Schwangerschaftsdiabetes oder gerade bei älteren Menschen, die bekommen das auch sehr gerne. Was heißt sehr gerne? Ältere Menschen. So bin ich noch nicht. Es betrifft wirklich ganz, ganz viele, auch und gerade bei uns in Deutschland. Ja, bei mir hat es angefangen Dezember 2016. Ich bin zum Arzt, zu meiner jährlichen Untersuchung. Da wird natürlich auch Blut abgenommen und eine Woche später bei der Besprechung hat er mir dann mitgeteilt, ja, Mensch, schaut nicht so gut aus bei dir, ne, mit deinem Blutzucker. Also ich habe sehr, sehr hohe Werte gehabt. Und 200 oder wie hoch waren das? Bei der Untersuchung sogar noch höher. Also bei der Untersuchung waren sie 260, der aktuelle. Mhm. Und es war auf nüchternen Magen. Und ja, wir haben das dann so ein, zwei Wochen beobachtet und immer wieder zur Messung gegangen. Und ich habe dann auch zu Hause gemessen und da war es aber dann noch schlimmer. Also ich habe teilweise Werte gehabt zwischen 200 und 400, 460. Normalerweise hätte es im Koma liegen müssen. Ja, 460 war, also Milligramm oder Mikrogramm, fällt mir jetzt gar nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. MG. Ja, genau, MG. Bei 460 war mein absoluter Höchstwert. Also das ist wirklich schon kurz vor dem diabetischen Koma und da ist dann einfach auch mal Schluss mit lustig. Ne? Da sind die Lichter aufgegangen. Da sind die Lichter aufgegangen, genau. Also mein Arzt hat dann auch gesagt, also pass auf, ich gebe dir noch zwei Wochen und dann werden wir dich auf Spritzen einstellen. Und ja, da habe ich mir aber gedacht, nein, das will ich nicht. Ne? Also ich bin dann nach Hause gegangen und überlegt, was machst du? Spritzen ist natürlich auf der einen Seite klar ein bequemer Weg. Und dann wird man aber auch vom Gewicht her noch mehr. Nee, das muss nicht sein. Ja, die meisten, die musst du mal durchlesen. Ja, das muss aber nicht sein. Könnte. Jedenfalls, ich wollte das nicht. Tabletten habe ich natürlich auch bekommen, gleich für den Anfang, dieses Metformin. Hab das auch eine Woche genommen, aber irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, nein, das kann es nicht sein. Ich will weder von Tabletten abhängig werden, ich will nicht von Spritzen abhängig werden, weil diese Abhängigkeit, die entsteht ja, wenn du mal anfängst zu spritzen, Insulin, früher oder später produziert nun mal die Bauchspeicheldrüse überhaupt kein Insulin mehr und dann ist Feierabend, dann ist Schicht im Schacht und das wollte ich absolut bist nicht. Bist du der gute Kunde beim Arzt? Genau, und dem habe ich das Geschäft versorgt. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal nachgedacht und auch natürlich mich im Internet kundig gemacht, was man tun kann, was am besten hilft. Ich bin auf allerlei Mittel gestoßen. Die möchte ich jetzt gar nicht alle aufzählen, aber das meiste davon ist Schwachsinn. Genau, und dann tust du mal ein Foto zeigen, wie du vorher ausgesehen hast. Ja, das blende ich dann auch später nochmal ein. Genau, und dann so kurze Geschichte davor, was war. Ich habe oft wirklich, oder was heißt, ich hätte gedacht, dass mein Mann wirklich so richtige faule Sau ist. Ich bin schockiert. Ja, wirklich, weil 20 Jahre war er so wirklich so Couch-Potato, ne? Also ja. Du konntest ihn nicht bewegen, komm Schatz, wir gehen laufen, wir gehen Fahrrad fahren oder auch mit den Kids. Das war oft richtig, ich habe mich so geärgert, aber klar, jetzt wo wir dann Diagnose gekriegt haben, ist irgendwie einem klar geworden, der hatte diese Energie nicht, auch diese Süßigkeitenberge, was er sich weg, also wenn ich mal schon Tafel Schokolade weg esse, habe ich total schlechtes Gewissen und nicht nur schlechtes Gewissen, wird es mir schlecht, aber der hat wirklich Berge, was er weggezischt hat und danach ist natürlich auch schlecht geworden und alles, aber diesen das waren Fressattacken, also ich habe richtige Fressattacken bekommen. Ne? Ja, und wo wir uns gefragt haben, woran das liegt, aber gut, das hat, konnte auch keine, was heißt keine helfen, aber man hat sich halt keine Fragen gestellt. Nee, ne? Nee. Und ja, erzähl weiter. Jetzt habe ich unterbrochen. Du hast einfach gedacht, das ist, ja, ist halt so, so bist du halt und ja. Du isst halt gerne mal Schokolade, das war nicht jeden Abend, aber wenn, dann war ich wirklich auf der Couch gelegen und ich habe mir eine Tafel nach der anderen, also so 5, 6 Tafeln, das war keine Seltenheit bei mir. Mhm. Und klar, irgendwann entsteht da halt mal Zucker und durch den Bewegungsmangel. Couch ist nun mal was Bequemes, das wisst ihr wahrscheinlich auch. Couch, Fernseher und das nach der Arbeit, das ist einfach irgendwie wie so ein kleines Paradies, ne? Für den normalen Menschen. Ja, war so bei mir. Ja, bei der Geschichte, also bin natürlich dann zum Nachforschen gekommen, die Ursachen für diesen Diabetes und ich wollte auf gar keinen Fall Insulin spritzen. Das wollte ich um jeden Preis vermeiden und ich habe dann eine ganz strikte Diät angefangen und auch ziemlich schnell. Und ich bin eigentlich nicht der Typ dafür, der irgendwie so Disziplin konsequent Disziplin ist nichts für dich. Aber das war Halleluja, du.
Ja, ich habe verzichtet auf Kohlenhydrate und zwar komplett. Low Und carb. das, ja, also wirklich low carb erstmal. Das habe ich eine ganze Zeit lang durchgezogen, über mehrere Monate und war nicht leicht. Nur Fleisch. Ja. Also die haben bei mir in der Metzgerei schon geguckt, was ich denn geholt habe. Wirklich abends statt Chips oder Schokolade, Leberwurst, also Leberkäse und Gelbwurst und wie immer. Also du hast wirklich Scheibchen, nur Wurst und jeden Tag Fleisch, Fleisch, Fleisch oder Wiener oder was ich was wäre. Das war echt abnormal. Also mir ist wirklich schlecht geworden. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Und gerade bei Ernährungsumstellung, wo wir gemacht haben, beim Einkaufen. Erzähl mal. Das ist einfach ganz, ganz schwierig. Ganz. Also, wenn du wirklich heutzutage auf Zucker verzichten willst, das ist sowas von schwierig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Selbst wenn du in den Supermarkt reingehst und dir ein Päckchen Wurst holst, dann ist da Zucker drin. Man glaubt es kaum, aber das ist Ja. wirklich so. Das ist, manchmal ist es versteckt hinter dem Wort Dextrose oder, ach, wie heißt das? Das Zuckercouleur. Irgendwas ist immer mit Zucker Ja. drin. Und ich habe natürlich sehr darauf geachtet, auf den Kohlenhydratanteil dann in den Ja. Lebensmitteln. Und je niedriger die waren, desto besser war das. Und ja, man braucht sich auch nicht wundern, dass das eine Volkskrankheit geworden ist, weil einfach überall Zucker drin ist. Und gut kann das ganz bestimmt nicht sein, weil der Mensch ist dafür nicht gemacht. Also Zucker haben wir von Natur aus eigentlich nur gebraucht für Anstrengungen, für, ja, ich sage jetzt mal von den Urmenschen, wenn die auf Jagd gegangen sind oder vor irgendwelchen Viechern geflohen sind. Dann hat der Körper Zucker gebraucht und zwar in ganz großen Mengen, um das alles dann auch verarbeiten zu können. Aber in solchen Zeiten leben wir nun mal nicht mehr. Und ja, wie schaut ein normaler Alltag aus? Man geht arbeiten, meistens sitzt man den ganzen Tag auf seinem Arsch. Ja, ist so. Dann kommst du nach Hause, legst dich auf die Couch, weil du fertig bist von dem auf dem Arsch sitzen und sitzt vorm Fernseher und bewegst dich ja nicht mehr. Du hast überhaupt keine Bewegung mehr heutzutage. Klar, also manche gehen ins Fitnessstudio, das ist auch eine gute Sache, aber. Ja, bei dir war es immer so 2 Monate und dann war es Ja. wieder vorbei, sobald du Ergebnis gesehen hast. Ja. Ja, das ist durchziehen, ne? Also auch im Alltag dann so durchzuziehen, dann sagst du, okay, wenn ich anfange mit Sport, dann ziehe ich durch. Aber das ist, die meisten nehmen zum 1.1. irgendwie so vor, ich mache mehr Sport und im Februar ist es schon diese Motivation weg. Ja, klar, das So. sind diese typischen Silvester-Vorsätze dann, ne? Genau. Aber das kennt ja jeder. Aber wir waren bei der Ernährung. Ja, du hast mich jetzt schon wieder unterbrochen. Ja, beim Einkaufen mit Zucker und so Beim weiter, das Einkaufen, ist. also es ist wirklich ganz schwer, da was zu finden. Und ich habe dann, weil ich eben kaum was gefunden habe, wo kein Zucker mehr drin ist, mich dann einfach nur beschränkt auf Fleisch, Eier und das war's dann. Das Käse. Käse auch noch, ja. Käse, aber kein Obst. Gut, Obstesser bist du sowieso nicht. Nee. Dann Gemüse haben auch einige Kohlenhydrate. Da Richtig, ja. haben wir auch erste Zeit komplett verzichtet. Ja. Bis dann langsam irgendwann dann angefangen hast, wieder dann Genau. zu essen. Ja, Ja. aber so weit bin ich jetzt noch gar Okay, nicht. ist Na, schon. darf ich Ja, bitte. fortführen? Das ist ein spannendes Ja. Thema. Also, ich habe das ganze Zeug einfach weggelassen, habe das über mehrere Monate durchgezogen und es war wirklich nicht leicht. Also klar, wenn man das erstmal hört, dass man so eine Diät macht, dass man auf Kohlenhydrate verzichtet, denkt man sich, ja, ist nichts Schlimmes, aber man muss sich auch bewusst werden, was da für Lebensmittel drunter fallen. Und zwar mein Lieblingsgericht, das waren Nudeln. Ich Spannend. habe Nudeln geliebt bis zum geht nicht mehr. Das hat es bei uns 3, 4 Mal die Woche locker gegeben. Ja, So. das ist ja. Ja, Nudeln, weißer Reis und diese ganzen Sachen, die darfst du dann einfach nicht mehr essen, wenn du so eine Diät machen willst. Und da haben wir Kartoffeln dann. auch dürftest du auch nicht wirklich, ne? Nee, Das ist ja. da sind auch sehr viele Kohlenhydrate drin. Und ich habe dann wirklich auf alles auch verzichtet. Und zusätzlich habe ich dann natürlich Bewegung. Bewegung ist das A und O für Diabetes. Also, wenn man Diabetes hat, es gibt nichts Besseres wie Bewegung. Ich bin ja vorher 20 Jahre Couch und dann bin ich auf einmal losmarschiert. Erst. Extrem, ganz extrem. Sogar mir ist es zu viel geworden, ja. 5 Kilometer, damit habe ich angefangen. Und ich meine jetzt nicht joggen oder rennen oder sonst irgendwas, sondern ganz normal walken, nur ohne die komischen Bewegungen dabei. Oh, hör mal. Hey, Leute, das war ja nicht so gemeint. Ich finde das schon immer ein bisschen komisch, aber ist egal. Also ganz normal, wie wandern, nur ein bisschen schnellerer Gang. Ist Das sehr habe ich schneller gemacht. Gang. Ja, gut, dann habe ich von Natur aus, ne? Wenn ich laufe, dann laufe ich. Dann habe ich das gesteigert auf 10 Kilometer, dann 20 Kilometer, dann bin ich 25 Kilometer gelaufen. Einfach wirklich nur gelaufen, 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 gelaufen. Und ich habe innerhalb von einem halben Jahr habe ich so viel abgenommen. Ich habe vorher ca. 110 Kilo gewogen. Ich war auch schon mal auf 116, aber zu dem Zeitpunkt auf 110. Auf eine Größe von 1,87. Ja, genau, 1,84 bin ich geschrumpft. 1,87. Ja, das denkst du immer noch. Ist egal. Jedenfalls ganz viel abgenommen. Ich bin runtergegangen bis auf 86 Kilo dann. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Foto. Findet ihr hier?
Ja, so habe ich ausgeschaut. Und so habe ich dann danach ausgeschaut. Ne? Also ihr habt jetzt das Vorher-Nachher-Bild gesehen. Und das war ist wirklich schon ein extremer Unterschied. Ich musste dann aber auch irgendwann aufhören mit der Diät, weil meiner Frau bin ich irgendwann auch zu dünn geworden. Das war nicht mehr schön. Und jeder, der mich dann gekannt hat vorher und nachher, wo wir gesagt haben, das schaut nicht mehr gesund aus. Also war wirklich schon, auf einmal hat er Falten gekriegt. Vorher war alles schön gepolstert. Tja, ich schimmer. Hamsterbacken oder was? Ja, aber das war ganz zu viel. Also teilweise, und du hast so kaum noch was gegessen. Also es war schon ein Extrem. Also wie gesagt, du bist nun mal extremer Typ, entweder gar nichts oder richtig volle Power. Ja. Und da war es, wo ich gesagt habe, du musst auch anfangen normal zu essen. Was heißt normal? Also zwischendurch auch Kartoffeln haben wir dann. Habe ich dann auch wieder, aber genau, ich wollte jetzt einfach noch ein bisschen was erzählen, wenn ich darf. Es betrifft uns ja beide. Wo bin ich denn stehen geblieben? Ja, genau. Also ich war dann auf 86 Kilo unten und ich bin dann auch wieder zum Arzt gegangen und der hat einfach nur gestaunt. Der hätte das wirklich nicht für möglich gehalten. Meine Zuckerwerte, die waren absolut im normalen Bereich wieder. Mhm. Und das alles nur durch Bewegung und Ernährungsumstellung. Auch Alkohol weggelassen? Ja, eine bestimmte Zeit lang. Ja, weil stimmt, ich trinke ja gerne Bier, machen viele andere auch, ist auch nichts dabei, aber auch im Bier stecken eben wahnsinnig viele Kohlenhydrate und auch in Wein übrigens. Fruchtsäften überall. Ja, nun gut. Ich habe da ein paar Monate auf Bier verzichtet, aber irgendwann habe ich da keine Lust mehr gehabt, weil es gibt so viele Gelegenheiten, ja, gesellschaftliche Gründe etc. Wenn man Besuch hat, mit manchen Leuten trinkt man einfach gerne ein Bier zusammen, habe ich natürlich nach Alternativen gesucht. Ich bin erst hängen geblieben, weil ich mir gedacht habe, okay, alkoholfreies Bier, aber scheiß alles, das hilft nämlich auch nichts, da sind auch genug Kohlenhydrate drin. Irgendwann bin ich dann nach Recherchen darauf gekommen, es gibt, und das ist jetzt wieder Schleichwerbung, aber ich muss das bringen, weil vielleicht hilft es dem einen oder anderen, Maisels Edelhopfen. Also von der Maisels Brauerei, die ist in Bayreuth oder Kulmbach? Ich glaube Bayreuth. Auf jeden Fall in Franken. Genau. Maisels Edelhopfen, das ist ein Bier, das hat wirklich so gut wie 0,5 Kohlenhydrate oder irgend sowas Gramm pro 100 Milliliter und das ist gar nichts. Also das kann man wirklich bedenkenlos trinken. Und das war halt dann meine Alternative. Deine Rettung. Jetzt werden wir wieder glücklich, ne? Gib dem Sven Fleisch und Bier und dann ist er glücklich. Deswegen bin ich auch Camper. Fleisch, Bier, Grillen. Ja, also das war eine ganz gute Sache. Also ich war froh, dass ich das dann auch gefunden habe. Was noch ganz wichtig ist, was Ernährung jetzt angeht. Man glaubt gar nicht, was den Blutzucker alles ist. Also gerade wenn man jetzt Diabetiker ist, Normalbereich liegt ja so zwischen 80 mg und 120 mg. Bei meiner Frau zum Beispiel, die kann eine Banane essen, die kann eine Tafel Schokolade essen, da geht der Blutzucker nie über 120 drüber, der bleibt immer drunter. Wenn ich das mache, wenn ich eine Banane esse, ich habe sofort einen Blutzucker von 260 bis 300. Und das ist einfach, ja, damit musst du umgehen lernen. Jetzt will ich aber nicht mein ganzes Leben darauf verzichten. Ich habe ja auch irgendwann, man sieht es ja auch, ich habe wieder zugelegt. Aber nicht mehr so viel, wie es vorher war. Nicht mehr so viel, wie es vorher war, das zum einen. Und ich schränke mich auch nicht mehr so sehr ein. Also diese ganze Diät, das war für den Anfang, um einfach wieder runterzukommen, zu dir selber zu finden und diese Krankheit eigentlich von Grund auf zu bekämpfen. So Stinkefinger zu zeigen, ne? Ja, Stinkefinger zu zeigen. Dafür habe ich diese paar Monate gebraucht, genau. So, nee, halbes Jahr hast du ungefähr so durchgezogen, halbes Jahr. So grob, ne? Ja, also es war schon sehr extrem. Mhm. Ich bin dann langsam wieder, habe ich das gesteigert, wieder ein paar normale Lebensmittel aufzunehmen. Muss allerdings dazu sagen, ich habe daraus gelernt, wenn ich heute irgendwie, klar, ich bin jetzt auch keiner, der immer auf Zucker verzichten kann, ich auch heute tue ich mir mal einen Schokoladenriegel reinpfeifen, ist normal, aber was ich jetzt mache, entweder ich gehe danach spazieren, also so meine 5 bis 10 Kilometer, das muss halt einfach sein, weil der Körper muss diesen Zucker wieder abbauen und das gelingt dann auch, oder wenn es draußen schlechtes Wetter ist, setze ich mich auf so einen Crosstrainer, also so einen Homefahrer, das ich mir da angeschafft habe, sitzt da eine halbe Stunde drauf und dann nach einer halben Stunde ist der Blutzucker in der Regel auch wieder völlig normal. Das sind einfach, A und O ist Bewegung. Bewegung, ja. Bewegung, Bewegung. Was mir dann im Laufe der Zeit, ich habe mich mit der Krankheit ja wirklich auseinandergesetzt, noch aufgefallen ist, warum das auch viele so bekommen, diesen Diabetes. Das hat viel auch mit unserem Wetter zu tun, nicht nur mit unserem Wetter, wir sind ja kaum noch draußen. Wenn wir arbeiten, wir sind drin, wenn wir zu Hause sind, wir sind drin. Also von dieser Mittagssonne, die, man sagt ja so von 12 bis 3 Uhr, steht die Sonne auf so einem Stand, wenn die Sonne denn scheint, dass der Körper Vitamin D3 produzieren kann. Und wenn das eben nicht der Fall ist und man zu wenig davon bekommt, fährt der Körper nämlich runter, weil der Körper sagt sich einfach, okay, ist kaum Bewegung da, kaum Sonne da,
Also ich habe eigentlich Winterschlaf, so denkt der Körper. Und wenn er Winterschlaf hat, dann fährt er alle Systeme zurück, darunter auch die Bauchspeicheldrüse. Und wenn die mal zurückgefahren ist, dann wird eben nicht mehr genügend Insulin produziert. Und ja, Folge davon sind Diabeteskrankheiten. Das heißt, inzwischen nehme ich auch Vitamin D3 zusammen mit Magnesium, weil es nur zusammen die richtige Wirkung hat. Und ich fühle mich dadurch wirklich viel, viel vitaler und besser. Da machen wir vielleicht extra Video dran. Da machen wir ein extra Video drüber, das ist ein sehr breites Thema und auch sehr, sehr interessant. Also wir haben uns auch vorher damit befasst, als ich drauf gestoßen bin, leuchtet einem so vieles ein. Jo, und deswegen haben wir uns damit auch befasst dann, ne? Ja. Was ich noch sagen wollte, worauf man wirklich als Diabetiker, wenn man nicht spritzt vor allem, also gerade ich rede jetzt über Typ 2, Diabetes Typ 2, was die Nahrung angeht. Nudeln verzichten wir heute noch eigentlich komplett drauf, weil es pures Gift ist. Auch sie, weil sie hat eingesehen, obwohl sie gesund ist, dass es eigentlich Gift ist. Auch, aber es schmeckt halt nochmal lecker. Ja, ne? Man merkt das sofort, auch wenn du jetzt mal zwischendurch gegessen hast, auch wie der Bauch dann aufbläht. Auf einmal, bing! Ja. Ist so. Bin ich fetter da raus? Nee, nicht mehr. Nein. Aber das ist, du bekommst auch eben wieder ein schlechtes Gewissen, dass du jetzt inzwischen haben wir ja, damit auseinandergesetzt. Ja. Und wenn du isst, denkst du, Schiede, also du tust deinem Körper nichts Gutes. Überhaupt nicht. Ne? Und dann siehst du die Lebensmittel komplett mit den anderen Augen. Ja. Ne? Das ist immer so, wenn du dich mit irgendwas beschäftigst. Genau. Weißbrot? Weißbrot, ja, aber Nudeln war ich noch gar nicht fertig. Also. Ja, schon wieder. Also Nudeln kommt gleich. Ich bin jetzt auch keiner, der für immer auf Nudeln verzichten kann, weil dafür schmecken sie einfach zu gut. Das kommt bei uns, wenn es hochkommt, einmal im Monat noch vor, dass wir Nudeln essen. Selten. Aber, ja, also gegen so einen Mann kochen wir zwischendurch aber selber beide. Oder wenn wir Besuch kriegen, ne? Richtig. Was ich aber dann mache, ist gleich danach spazieren gehen, gehst eine halbe Stunde spazieren oder eine Dreiviertelstunde oder du setzt dich auf dein Trimmrad zu Hause und tust es einfach wieder abarbeiten. Das muss sein. Weißer Reis zum Beispiel, auch absolutes Gift für den Körper. Das muss man wissen. Also auch wenn man gesund ist und kein Diabetes haben möchte, in Zukunft meine ich, auf sowas wie weißen Reis einfach verzichten. Stattdessen lieber Vollkornreis nehmen. Naturreis. Also Naturreis meine ich, genau. Vollkornreis, was geht nicht auf den Scheiß? Also Naturreis, jetzt kriegt ihr jeder ein, das kann jedem passieren. Ich weiß. Naturreis, weil es einfach auch mehr Ballaststoffe hat und ja, das ist einfach gesünder für den Körper. Aber generell solche Lebensmittel so selten wie möglich essen. Kein Weißbrot? Kein Weißbrot. Stattdessen haben wir zwischendurch Eiweißbrot. Eiweißbrot oder gut, genau, jetzt am Wochenende. Das hat nur ganz wenige Kohlenhydrate, das Eiweißbrot. Und ja, ich esse es auch nicht jeden Tag, aber wenn ich mal was esse, dann ist es eben Eiweißbrot. Am Wochenende tun wir uns mit dem Croissants belohnen. Dafür wirklich dann auch. Ja. Einmal in der Woche. Ja, das kann ich mir. Man will ja auch nicht ganz komplett auf alles verzichten, weil es ist ja dann kein Leben mehr. Das macht keinen Spaß mehr. Nein, aber das ist so dann gut, dann hast du das auch zu schätzen, wenn du jeden Tag das auf dem Tisch hast. Das glaubt ihr wirklich kaum. Wenn ihr, also früher war das ja wirklich so, wir haben uns ganz oft Croissants reingepiffen oder sonst irgendwas. Oder Brötchen, und wenn du das jetzt nur noch einmal die Woche machst, du beißt da ganz anders rein. Ja. Diesen Geschmack, den nimmst du ganz anders wahr, weil du es eben nicht mehr jeden Tag hast. Das ist dann einfach was Besonderes und das ist eine gute Sache, finde ich. Dann? Ich finde das toll. Das ist schön. Ja. Kaffee? Genau. Kaffee trinke ich auch sehr gerne. Da müsst ihr auch aufpassen. Wenn ihr Kaffee trinkt, dann bitte entkoffeinierten Kaffee, weil Kaffee mit Koffein treibt den Blutzucker auch sehr nach oben. Mhm. Und wenn ihr viel Kaffee trinkt, dann ist es dementsprechend auch noch mehr. Süßen tue ich natürlich mit Zuckerersatzstoffen. Die sind auch nicht immer gesund, das weiß ich. Oder wir benutzen Stevia zum Beispiel. Ich trinke gerne. Ja, Zucker habe ich komplett jetzt weg. Also nur Stevia, das ist der pflanzliche Süßstoff. Ja. Wenn einer nicht weiß. Also ich mache das in der flüssigen Form, finde ich da ergiebiger. Genau. Was wollte ich sonst noch? Wir haben uns mit deiner Cola Light, dass du da immer trinkst. Ja, ne? Cola Light. Ich bin auch kein Freund von. Ich bin kein Freund von Wasser. Ne? Ich mag es halt einfach nicht. Ich brauche irgendwas mit Geschmack und. Deswegen bin ich jetzt auf zuckerfreie Getränke. Alle Getränke, die ich mir kaufe, die sind zuckerfrei. Ist nicht immer ganz gesund. Manchmal ist ein bisschen Aspartam drin. Und ist aber so. Das, wenn du jetzt in der Gastwirtschaft gehst zum Beispiel, die haben nun mal nur entweder Cola Zero oder das ganze Zeug, schon wieder Produktwerbung. Und da kommst du manchmal überhaupt nicht dran vorbei. Aber was Thema Aspartam angeht, ich bin lieber blöd, wie dass ich mir irgendwann ein Bein abkriege. Ach, das wird aber lustige Videos werden. Langsam zusammen her. Ja. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen. Wie soll ich sagen, also Diabetes, ob man das ganz heilen kann, das weiß ich nicht, so weit bin ich auch noch nicht, aber meine Zuckerwerte, die sind im Moment wirklich sowas von super geil, einfach richtig geil. Das ist wie beim gesunden Menschen, wie bei ihr.
aber man merkt natürlich, dass du Diabetes hast. Wie gesagt, wenn ich mir jetzt eine Banane reinpfeife, dann steigt er. Mhm. Aber dass die Werte normal sind, das hat einfach was mit Verzicht zu tun, zum einen, und richtigen Nahrungsmittel, dass ihr die auswählt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Immer auf die Zucker. Wir haben uns da noch was ja, mit dem, immer auch gerade beim Einkaufen drauf achten. Also wir sind die erste Zeit beim Einkaufen waren, du hast wirklich jeden Päckchen angeguckt, wie viel denn Zucker da drin ist. Da stehen ja überall diese Nährwertangaben drauf und da nicht nur auf den Zucker achten, sondern hauptsächlich auch auf die Kohlenhydrate, weil die werden ja letztendlich vom Körper in Zucker umgewandelt. Und die spielen eben eine ausschlaggebende Rolle. Genau, und das war gerade am Anfang, war es wirklich unseren Ernährung war ja Fleisch, Eier, Käse. Ja. Käse, ganz viele Sorten kann man essen, von Mozzarella, Feta und was ich was. Nicht alle, also vor allem Mozzarella, der hat überhaupt keine Kohlenhydrate, den kann ich empfehlen. Ja. Genau, und Emmentaler oder wie immer, aber wirklich immer drauf gucken auf der Rückseite, wie viel denn da drin ist. Und mit der Zeit spitzelt man, man weiß, okay, der und der kannst du essen oder eben nicht. Ja. Ne? Ja. Nudeln komplett verzichten. Ja, und wenn man sagt, okay, zum Frühstück ohne Brot geht gar nicht, doch. Es geht. Wir haben so viele Eier, also das mit den Eiern ohne Ende haben wir gegessen. Also in der Woche weiß ich nicht, wie viele Päckchen Eier wir verputzen. Da gibt es aber auch was ganz Wichtiges dabei. Bei Eier enthalten ja wirklich viele Vitamine und Mineralstoffe. Und man sagt immer, nur ein Ei am Tag, das ist Blödsinn. Mythos, ja. Das ist ein Mythos, wirklich. Was wichtig ist, wenn ihr Eier macht, auch bei Spiegeleier, das im Eigelb, das muss flüssig sein. Das andere, das Weiße, kann natürlich fest sein, aber das Eigelb selber, das muss innen drin noch eine flüssige Form haben. Also wenn dann weichgekochte Eier oder eben Spiegelei, wo das Eigelb noch flüssig ist, wenn ihr Rührei macht, ist es vorbei, dann damit sterben diese ganzen Inhaltsstoffe eigentlich aus. Das ist nicht mehr viel wert dann, so ein Ei. Genau, aber wir haben es wirklich, also mit dem Ei kannst du auch satt werden, also mit dem Schinken oder was ich was alles mit reinrühren. Genau, kann man rühren wieder nicht, natürlich dürfen wir ja nicht. Nein. Aber man kann so viele Sachen machen, also... Und wie gesagt, also Brot inzwischen vermissen wir gar nicht mehr. Also die erste Zeit war es wirklich ganz, ganz schwierig, wenn du Aufschnitt hast und du bist es über 40 Jahre lang gewohnt, jeden Tag Brot zu essen, klar, oder Croissant oder Weißmehl, Weißbrot, das ganze Zeug, aber da muss man drauf verzichten. Alles, was mit Weißmehl ist, ist scheiße. Das ist tödlich. Ja, früher oder später ist es tödlich, klar. Na, und da wollen wir nicht hin und ich bin ganz, ganz, ganz stolz, was du denn geschafft hast, mein Schatz. Das war wirklich, ich hätte nie gedacht, also wie gesagt, also diszipliniert bist du eigentlich gar nicht. Doch. Nein, aber da hast du so gut durchgezogen und Hut ab. Und der ist wirklich auch jetzt momentan zu anstrengend, wenn er spazieren geht, ne? Was denn? Ja, teilweise 25 Kilometer, das ist zu viel. Ja, aber es macht Spaß. Ja, aber was wir uns angewöhnt haben, früh morgens mit unseren Hundis, 5 Kilometer Runde, abends auch nochmal 5, also 10 Kilometer am Tag. Ist Minimum, ja. Ja, außer es regnet und Schiedwetter und dann gehen wir auch nicht. Ja, dann gehe ich aufs Trimmrad. Na, nee, du gehst aber. Ja, voll. Nee. Was denn du? Wenn es gewittert oder was ich weiß, also dann oder stürmt's, ne? Stürmt's, ja. Aber das passiert ja. Steife Brise. Aber im Sommer sind wir, was heißt im Sommer? Jeden Tag sind wir wirklich, wenn es nicht regnet, nicht heftig, dann sind wir immer draußen. Genau. Also, im Sommer Fahrradfahren, im Sommer. Richtig. Ja, Fahrradfahren tue ich auch viel noch, ja. Mhm. Im Sommer halt. Ja, abschließend ist wirklich zu sagen, um das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen, bei Diabetes das beste Mittel ist Bewegung, das ist das A und O. Ja. Und wenn ihr was gegen euren Diabetes tun wollt, stellt eure Ernährung um, macht erstmal so eine Low-Carb-Diät, wie ich es gemacht habe, um den Spiegel vom Zucker erstmal in den normalen Bereich zu bekommen. Und dann könnt ihr euch langsam wieder an normale Lebensmittel rantasten, aber dauerhaft von vielen Lebensmitteln muss man einfach Abschied nehmen. Zwischendurch kann man sich was gönnen, aber... Was gut ist bei dieser Diät, ihr müsst nicht hungern. Ja, ihr könnt Fleisch essen, könnt ihr so viel wie ihr wollt, ihr nehmt trotzdem ab. Also sie hat sich immer gewundert, ich war ja abends auf der... Das ist noch eine ganz witzige Geschichte, ja. Ich war abends ja auf der Couch und... Hab mir da Leberkäse reingekriegt, ne? Wirklich eine Scheibe nach der anderen. Und so nach 14 Tagen, nachdem ich mit der Diät angefangen habe, hat es angefangen, ich habe jeden Tag wirklich ein halbes Kilo quasi verloren. Ne? Ja. Also abends reingepfiffen, Fleisch ohne Ende und trotzdem bist du früh aufgewacht und stellst dich auf die Waage, war schon wieder abgenommen. Ja, das ist fantastisch. Also hungern muss mit dieser Diät keiner. Nee, und das ist ja das Schöne, ne? Bei Diäten ist es immer ganz, ganz schlimm, wenn du hungern musst. Ja, genau. Aber bei dir überhaupt nicht. Essen, wie viel ihr wollt, aber wirklich nur auf den Zucker achten. Richtig. Das ist das Wichtigste. Das war es jetzt eigentlich abschließend zu dem Thema. Wir haben fertig. Essen, Ernährung, also Ernährung, Essen, Bewegen, Ernährung, ja. Vitamine. Ja, genau. Wir machen vielleicht nochmal zu den ganzen Vitaminen. Wir haben uns da wirklich ein bisschen auch beschäftigt. Ja.
Naturheilkräfte etc., Nahrungsergänzungsmittel, machen wir vielleicht auch noch ein paar Videos dann, die folgen werden, um manche Sachen einfach näher ein bisschen zu erklären und unsere Erfahrungswerte damit mitzuteilen. Und auch dieses ganze Video, das waren einfach nur noch unsere Erfahrungswerte, ja, die wir da widerspiegeln. Wir wollen für nichts Werbung machen damit oder sonst irgendwas. Ich schreibe es trotzdem oben rein, Dauerwerbesendung, um mich da vor Abmahnungen zu schützen. Ne? Wir leben ja in einem Abmahnland. Extrem. Besonderes Thema. Ja. Machen wir vielleicht auch nochmal ein Video drüber, ja. Ja, wann und wo und wie und aufpassen auf jedes Wort und das ist nicht mehr sehr schön, aber gut. Ja. Ich hoffe, also, wir konnten dem einen oder anderen vielleicht ein paar Tipps geben, ein paar hilfreiche Tipps oder vielleicht sogar helfen. Und wenn ihr noch Fragen habt, genau. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Ich beantworte alles, was ich weiß, was ich beantworten kann. Das werde ich beantworten zu dem Thema. Oh, wisst ihr aber sowieso. Richtig. Das war's schon an. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach, Norden. Unten. Genau. Da unten abonnieren nicht vergessen. Und wir freuen uns so sehr über neue Abonnenten auch. Genau. Also, immer in diesem Sinne. Macht's gut. Jo, bleibt tschüss, uns treu. Tschüss. Tschüss.